Hallo liebe Leute, bevor ich zum eigentlichen Thema des Videos komme, ein kurzes Vorwort. Mit dem Kanal geht es ja im Moment steil bergauf und darüber freue ich mich natürlich. Plötzlich verteilt YouTube meine Videos und in den letzten 28 Tagen sind es 500 Abonnenten mehr geworden. Das ist sehr erstaunlich, aber mit der Zeit lernt man natürlich auch dazu. Ich freue mich über jeden Abonnenten und hoffe, dass ich allen hier tollen Content bieten kann, der sie vielleicht irgendwie weiterbringt. Aber ich möchte doch einen neuen Abonnenten herausheben, wo es mir eine ganz besondere Ehre ist, nämlich Stefan Bauer. Es ist für mich irgendwie fast irreal, dass Stefan Bauer jetzt hier meine Videos guckt und ich kann nur meine allergrößte Bewunderung für Stefan Bauer ausdrücken. Er ist für mich ein wirklicher Engel und seine Arbeit, man kann sie gar nicht hoch genug einschätzen. Also, lieber Stefan Bauer, wenn Sie das sehen oder wenn du das siehst, ganz herzlichen Dank für die Arbeit und ich hoffe, dass ich duze sie einfach, wobei ich nicht so dieser Duzer bin. Aber denke, unter Patrioten kann man sich duzen. Ich hoffe, dass dir hier auch das ein oder andere Video gefällt. Ja, und vielen Dank an alle Kommentatoren. Es ist wirklich ganz toll. Da es in dem Video ja nicht nur um mich und meinen Kanal gehen soll, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Die AfD hat so ein bisschen das Problem, mit dem, was die Medien und die Altparteien machen, umzugehen. Es gibt ja das Wort Lügenpresse. Lügenpresse trifft es aber nicht so ganz. Nehmen wir ein Beispiel. Die Altmedien und die Altparteien bezeichnen die AfD als Nazi-Partei. Dann kann jetzt die AfD sagen, ja, das ist eine Lüge. Da sagen die anderen, ja, aber Höcke hat ja damals das und das gesagt. Und da ist ja das und das vorgefallen. Also bezeichnen wir euch als Nazis. Wir alle wissen, das stimmt nicht. Das ist falsch. Das ist unausgewogen. Und hier kommen wir zum Punkt. Sie täuschen. Und täuschen ist meiner Meinung nach der richtige Begriff. Lüge ist ein Teil von Täuschung, aber nicht alles. Täuschung bedeutet auch Unausgewogenheit. Unausgewogen, Dinge hervorzuheben und andere Dinge zu verschweigen. Wobei das Verschweigen vielleicht am allerwichtigsten ist. Ich habe hier einmal ein Venn-Diagramm erstellt über den Täuschungsbegriff und weshalb er meiner Meinung nach so gut ist. Aufs erste Hören erscheint der Täuschungsbegriff ein bisschen altbacken vielleicht, ein bisschen komisch, ungewohnt. Aber die AfD und wir alle können ihn, denke ich, perfekt verwenden. Wir können sagen, ihr täuscht, dann können wir auch sofort ein Beispiel anführen. Weil Täuschung alles enthält. Täuschung enthält Verzerrung, Lüge und Verschweigen.
und wahrscheinlich noch viel mehr. Es heißt ja zum Beispiel in einer Klassenarbeit auch, beim Täuschungsversuch gibt es eine 6. Wenn man täuscht, lügt man nicht unbedingt. Also wenn man jetzt vom Spickzettel abschreibt, lügt man ja nicht, sondern man täuscht eben. Am Ende ist es natürlich eine Lüge, dass man die Arbeit selbst so ausgeführt hat. Aber die Lüge ist dann, kommt dann ein bisschen komplizierter etwas später. Bei den Medien ist ja die eigentliche Lüge, dass sie ausgewogen berichten. Entscheidend ist ja die Themenlenkung. Durch die Themenlenkung wird verzerrt, werden die Prioritäten beim Zuschauer oder Zuhörer, werden die Prioritäten gesetzt und sie werden dann falsch gesetzt. Durch Angstmacherei oder auch indem man zum Beispiel Hitlerbilder neben AfD-Artikel setzt, schafft man eine Verbindung. Ist ja auch so, dass zum Beispiel Gerhard Schröder, der wollte immer vor einem guten Hintergrund fotografiert werden. Das wollen ja Politiker generell, weil der Zuschauer unterbewusst den Hintergrund mit der Person in Verbindung bringt. Und solche Tricks, das sind alles keine Lügen. Das ist eben Täuschung. Ich habe hier auch noch ein Diagramm aufgestellt, kein Venn-Diagramm, das wäre zu kompliziert gewesen, über Verzerrung und was Täuschung alles beinhaltet. Meiner Meinung nach, die AfD muss dringend diesen Begriff benutzen. Wir alle müssen ihn benutzen. Vielleicht gibt es auch noch einen besseren Begriff. Ihr könnt ja schreiben, was für Begriffe euch einfallen und welcher Begriff vielleicht besonders passend ist für Dinge, die die Medien und die Altparteien machen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Und wie gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder euch noch Begriffe einfallen, dann bin ich sehr neugierig. Macht's gut.